Hier ist niemand. Und das war dort, wo ihr vorhin den Typen gejagt habt. Wo Mensch, ich komme euch jetzt entgegen. Oh, Klaus, die hier ist keine Treppe. Treppe hoch. Hier noch trafft welchen euch. Treppe hoch. Da geht's nur eine Treppe runter, Alter. Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Senseless Survivor wieder hier. Heute verschlägt's Reisegruppe Chaos auf Reserve. Und zwar stand die Parper Quest Bunker Part 2 auf dem Programm, die ich zwar schon hatte, aber Klaus, Benji und Beudel halt eben noch nicht. Also habe ich mir die Jungs geschnappt, bin mit ihnen runter in den Bunker gerannt. Und ja, was gibt's zu sagen? Die Kommunikation stimmte nicht. Und wir wissen alle, wie wichtig Kommunikation in Tarkov ist. Gerade wenn man eine 4-Mann starke Gruppe ist, sollte die Kommunikation halbwegs stehen und die stand nicht. Und daher wurde Papa Matze, also ich, etwas ungehalten, regelrecht laut sogar. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle schon mal bei euch entschuldigen. Ich schieb's einfach mal auf meine damals vorhandene Urlaubsreife. Ja, der Urlaub war dringend nötig. Ich war ziemlich fertig und gestresst. Ja, ging am Ende alles gut, aber gab noch eine Diskussion am Ende. Zieht's euch rein, habt viel Spaß dabei. Lasst mir gerne ein Like, Abo da, wenn ihr mögt. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, euer Senseless Survivor. Tschüssi. Was? Den hab ich auch platt gemacht? Nee, runter, keine, runter. Wir sind in der Kuppel, wir müssen hier durch. Alle schon tausend. Wir sind euer doch. Mann, Alter. Diskutiert. Der Mann, der schon tausendmal hier war. Ist ja von runtergefallen. Okay. Wir müssen runter. Runter? Nee, wartet, erstmal hier. Hier müsst ihr jetzt rechts rum. Durch diese Bunkertür. Ja, Hammer. Hast du schon gemacht, Matze? Ja, klar, kenn ich aus. So, dann laufen wir gleich hier weiter. Pass auf, Ruhe, Ruhe, ich hab ja was gehört. Jetzt müssen wir hier runter, theoretisch. Schön, man springt. Da, hier unten kommt einer. Ich hab Granate. Ja. Ist jemand runter? Nee, das ist der Typ. Hinten, von hinten, hab. Sehr gut, Benji. Ja, bei mir ist er rechts. Also das passt. Da soll Benji und ich den anderen Gang runtergehen. Oh, scheiße. Da hat mir einen reingebrezelt. Wo bist du? Ich stehe unter der Treppe unten. Benji. Da läuft's hier? Ich. Okay. Komm, wollen wir uns den holen? Er rennt weg. Ich weiß nicht, wo die anderen Jungs jetzt sind. Da seid ihr schon die Treppen ganz runter, Leute? Ja, ja. Okay, wir kommen jetzt von euch aus gesehen von vorne, also von links. Wie soll ich das sagen? Wo ist denn der? Der ist weggerannt. Warte, Benji, der ist weggerannt, sagen die zwei. So, ihr müsst herkommen zu uns, hier hoch müsst ihr. Wo, zu euch? Los, Benji, go, go, go. Einmal durchrennen. Ich glaube, die sind hier hinten irgendwo. Nee. Seht ihr Klaus leuchten? Die Treppe runter hinten und dann links, rechts zwei gleich wieder hoch. Treppe hoch? Irgendeine Treppe rennen wir gerade hoch? So eine Treppe hoch? Du hast doch gesagt, hoch. Die Treppe runter hinten, wo wir waren. Lass mal zurückgehen, Beutel, wo wir gerade uns befinden. Ne, das ist hier vorne. Mach mal dein Licht aus. Oh. Achtung, wir kommen jetzt rein. So, jetzt müsst ihr rechts hoch. Hä? Also, wir sind gerade links gegangen. Was? Ihr kommt doch unten durch die Tür zu durch und dann geht's eigentlich nur rechts. Ich komme jetzt hier eine Treppe hoch. Ich weiß halt nicht, ob das hier ist, wo ihr seid. Ja, wir kommen ja erstmal eine Treppe hoch. So, hier ist eine Treppe und hier ist niemand. Hier ist niemand. Und das war dort, wo ihr vorhin den Typen gejagt habt. Mensch, ich komme euch jetzt entgegen. Oh, Klaus, die Hier ist keine Treppe. Treppe hoch. Hier noch drauf welchen euch. Treppe hoch. Da geht's nur eine Treppe runter, Alter. Menschenskind. Nee. Ich bin hier unten. Kommt runter, ihr fälligst hier, wo ich bin. Menschenskind, kann ja nicht so schwer sein, die Treppe runterzulaufen. Wollen wir doch. Und da naja, nicht. Und da habe ich gesagt, raus und rechts hoch. Nee, da geht's aber nur links. Erzähle keinen Scheiß. Ja, von deiner Mann. Seite gekommen, Matze. Wir sind von der anderen Seite gekommen, Matze.
da geht's dann halt links rum. Ach so. Hier ist nicht. Ah. Hier ist nicht. Nee, ihr müsst durchlaufen, die Stahltür hoch. So, okay, jetzt müsst das. Ja, jetzt. So, jetzt müssen wir hier gerade durch. So, jetzt hier links. Runter, runter, runter. Ne, warte mal. Hier läuft man hier durch die Tür. Ja. Okay. Jetzt haben wir 3 von 5. Jetzt müssen wir nur noch die eine. Wir laufen aber jetzt nicht hier rein in den Kontrollraum, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Obwohl hier vorne. Hier vorne ist das Wasser. Kann ich nicht schnell. Na, wegen dem Exit? Wo willst du dann sonst raus, Matze? Ist das schon aktiviert? Nee. Das sind keine Skeps sind. So, wir müssen jetzt eigentlich da die. Jetzt gleich die Eisentreppe hoch hier. Hinter ihr, hinter dir. Nee, Eisentreppe. Ja. Die hören aber auch nicht zu. Da sollst du noch ruhig bleiben. War jetzt der vierte, ne? Ja. Genau. Ich mach einen Generator an, okay? Ich guck mal, ob der schon an ist. Nee, der ist nicht an. Hier ist doch übelst dunkel. Ja, stimmt, du hast recht. Ich komm mit, Beute. Also ich soll den Bereich nur noch verlassen. Der Klaus hat alles scheinbar. Okay, Hermetik, Tor. Leute, ich steck dem jetzt in der Hosentasche, diese scheiß Mario, die ich die ganze Zeit rumschleppe. Ja? Welche scheiß Mission ist denn das nochmal? Bunker Quest Part 2. Von Rapur. Müssen einfach noch raus, sonst machen wir den ganzen Scheiß. Bei mir hat es jedenfalls nicht geklingelt, na los. Egal, komm. Ey, warte, stimmt, Beutel, du hast recht. Weißer Bischof. Muss ich noch machen. Was? Weißer Bischof. Ich hab's alle. Habt ihr vor uns was ohne uns gemacht? Weißer König, weißer Bauer, schwarzer Bauer, schwarzer Läufer. Weißer Bischof muss ich noch. Ja, Sister? Alter. Okay, Benji, los, das finden wir. Da waren doch überall. Verstehe ich nicht. Der weiße Bischof ist hier nicht. Falsche Seite. Wir müssen hier wieder zurück. Ich warte hier, glaube ich. Da war das hier ein Saft, wo wir lang müssen. Also, kommt ihr jetzt mit mir? Ja. Also, ich verstehe nicht, wenn Klaus die hatte, warum ihr die nicht habt. Wir waren mit euch überall. Seid ihr nicht durch die Stadion gegangen? Doch. Es hat bei mir 4-mal geklingelt. Hat ich vor uns gemacht, hier, wo wir euch entfernt haben. Da müsst ihr durch. Da, geradeaus, da durch die Tür. Ihr durchgehen. War doch nicht im Wasser. Ja, wir sind ja vorhin hier lang gelaufen. Nee. Ja, doch, wir sind hier lang gelaufen, aber auch nicht durch die Tür. So, jetzt. Also, ein bisschen macht er mich jetzt schon fertig, muss ich mal so sagen. Ja, klar, dass du gereizt bist. Mhm. Ja, weil keiner zuhört. Aber du bist hier unten immer so ein bisschen gereizt. Das liegt an der Enge. Ich glaube, du leidest immer Platzangst. Ja, ich mag das nicht. Aber das ist gut, der Beutel erheitert mich dann wieder. Das ist schön. Wo ist Klausi jetzt? Klaus ist schon durchgerannt, oder? Oh, ich brauche Ausdauer. Aber dass hier so gar keiner ist, nicht mal ein Skeff, hä? Ich hab keinerlei Schuss gehört. Das also ihr kommt jetzt, ne? Ja. Schieß bitte nicht. Wie weit bist du schon, Klaus? Wo bist denn du? Da, wo die ganzen Server sind. Was? Diesen großen Raum. Müssen wir weiter, ja. Da ist doch hier dahinter. Ah, okay. Aber also, hast die Türen hinter dir zugemacht, Klaus? Nein. Was? Also hier sind auch schon irgendwelche Kisten auf. Also ich schieß jetzt hier. Klaus, du bist völlig. Ja, Klaus, du bist bei uns. Wir sind bei den Surfern und hier ist schon das Exit. Hä? Wie läufst du auf Metall? Ja, also ich renne jetzt gerade. Kommst du? Ja. Da bist du hinter uns, ja. Wir hören dich. Gut, ich komm rum. Hä? Ist das wirklich Klaus? Ja, ich sehe Licht. Hast du Taschenlampe an, Klaus? Ja.
Ja, ja. Gut, komm. Ach, da oben sind auch noch Serverräume. Ach so, das sind aber die falschen. Naja. Auch wenn die Stimmung etwas erregt war, haben wir es doch geschafft. Naja, ich habe halt die Verantwortung für euch, Knilcher. Das ist halt mal so. Wenn dann keiner hört, dann wird der Papa schnell gereizt. Zumal ich ja nichts davon hab. Zwei da unten und hab ja nichts davon. Also ich mach das ja nur für euch. Ja, ja. Echt, ja. Okay, das ist ja auch ein bisschen looten können. Aber nee. Jetzt. Ja, jetzt haben wir echt Glück gehabt, dass da keiner da war. Das stimmt, ein Spieler war ja da, den Benji erschossen hat. Arme Schwein. Da ging's los, da haben wir uns von euch getrennt. Genau, da seid ihr die Treppen, da seid ihr die Treppe ohne uns darunter. Und Benji und ich haben gesagt, okay, wir gehen links. Und ab da habt ihr nämlich nicht mehr zugehört. Weil nee. Ihr habt gesagt, wir gehen wieder zurück. Und dann ging es anders und hier geht's links lang und hier geht's eine Treppe hoch. Ja genau, wir sind dann ihr quasi seid nicht die. Zurückgelaufen, ihr seid unten dann lang gelaufen. Zurück den Weg. Und das habe ich natürlich nicht gewusst, wenn ihr sagt, ihr geht ach zurück. Ach so, okay, na dann war die Verwirrung groß. Wieso kann ich da den Scheiß nicht abgeben? Was? Wieso nicht? Keine Ahnung warum. Aber hast alles voll, oder? Ja, ich hatte alles voll gehabt, ja klar. Ich kann es abgeben. Mach mal dein Spiel aus und komm noch mal neu rein. Ja. Scheinlich schon. Ich kann Bunker nicht abgeben. Hä? Gibt's doch gar nicht. Oh, wieso das denn? Na, keine Ahnung. Weil du wahrscheinlich doch nicht durch diese eine Tür gelaufen bist. Nein, ich hatte alles farblich hinterlegt. Und ist es jetzt auch noch alles farblich hinterlegt? Nee, gar nichts. Ach so? Hä? Du bist auch nicht gestorben. Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Hä? Egal, ich mache für heute sowieso Schluss. Das ist ja komisch. Das ist echt komisch. Ja. Aber ich weiß jetzt ungefähr, wie man laufen muss. Na, wir machen das nochmal, Klaus. Alles gut. Dann machen wir das. Du hörst ja, wenn ich was sage. Nicht wie die anderen zwei Chaoten. Hört ihr das, liebe Zuschauer? Der macht uns psychisch fertig. Ja, jawohl, nee, aber der Matz hat recht, wenn man sowas macht. Da muss man am Hintern desjenigen bleiben, der den Weg kennt. Also, ja, aber. Nee, pass auf, aber wir waren halt in einer Situation, wo wir es mit Gegnern zu tun hatten. Und da ist es einfach mal richtig. Klaus, hör mal zu. Der Gegner war schon tot. Du weißt doch auch nicht. Der war schon tot. Du weißt doch. Und Mats und ich hatten vor uns einen Gegner. Wir sind nach unten gegangen. Ich habe geleuchtet. Und dann haben wir gesagt, wir gehen jetzt weiter. So, und dann geht man weiter. Dann lässt man den Gegner erstmal Gegner sein. Ist doch ganz klar. Ja, aber wir hätten ja dort hingemusst. Also, du kannst das ja so kannst du, du musst in der Situation, wo du taktisch überlegen bist, auch taktisch überlegen handeln. Und das war einfach die Sache, dass Benji und ich den von links angehen und ihr halt von rechts. Das ist nur zu logisch. Da kannst du reden, wie du willst. Er wird beim Führer geblieben. Der Leader ist der Leader. Fertig. Ja, aber wenn wir uns dann alle in Gefahr begeben... Nein, da hast du nichts mit Gefahr zu tun. Der Leader ist der Leader in solchen Sachen, der den Weg kennt. Der sagt an. Und dann wird gemacht. Da wird auch keine Kiste gelootet, keine Leiche gelootet. Da wird marschiert. Ja, aber wir können nicht zu viert eine Treppe runter, wo nur eine Person hintereinander Platz hat. Das ist absolut dumm, Klaus. Ja, das stimmt. Da muss man sein Leader dann in Frage stellen. Ich hab ja nicht gesagt, dass man da runterrennt wie so Lemminge. Zwei bleiben dann eben oben an der Treppe stehen, zwei klären und die Rest folgt. Aber wir hätten uns doch dort unten an der Treppe wieder getroffen, wäre das so gelaufen, wie ich das geplant habe. Nämlich, dass Benji und ich links runterlaufen. Ja, aber du warst da nicht Leader. Du hast für dich geplant. Ja, aber
Nee, Beute, da hilft doch keine Diskussion. Wenn wir sowas machen. Also der erste Offizier muss immer in Frage stellen, wenn der Captain Scheiße baut. Weißt du? Nein. Der Captain hat aber keine Scheiße gebaut, die habt ihr gebaut. Und zwar aus dem Grund, weil ihr nicht auf den Captain gehört habt. Nee. Doch, Beute. Ihr, sag mal so, da wo der Tote lag, da waren wir meilenweit fort. Der lag am anderen Ende. Ja. Alleine, dass er schon dort war und den erschossen habt, hat überhaupt nichts mit der Situation zu tun, in der wir waren. Wir waren an der Treppe und mussten runter. Wir waren an der Treppe und wir haben alle vier... Und der Typ hat auf uns geschossen. Kam da um die Ecke und hat auf uns geballert, genau. Das waren vielleicht 50 Meter. Im selben Gang. Ja, aber am anderen Ende. Naja, nicht am anderen Ende, das war... Aber da gehockt, am anderen Ende, wo wir wieder hochgekommen sind, wo es dann zur Treppe runtergeht, da lag der doch, erzählt mir doch jetzt nichts. Ja, aber wo wir die Treppe runtergehen wollten, da hat er uns ja beschossen, da muss man ja reagieren. Ja, ist ja völlig okay. Aber dann seid ihr dorthin gerannt, nachdem der tot war, dann runtergelaufen und habt gesagt, ihr kommt zurück. Und seid aber zurückgelaufen, unten drinnen lang. Und das konnte ich nicht wissen. Genau. Da müsst ihr schon mal sagen, wir kommen jetzt unten durch. Beim Kontrollraum. Aber das hab ich klar angesagt. Ich komme jetzt von euch aus gesehen, kommen wir gerade durch, beziehungsweise links. Ja, damit kann doch kein Mensch was anfangen, Beute. Das habe ich aber angesagt. Ihr habt gesagt, ich habe gehört, wir kommen jetzt zurück. Und da habe ich gedacht, ihr nehmt den Weg von dem Spieler, den ihr erschossen habt, geradewegs wieder zurück. Und deswegen habe ich gesagt, gut, dann kommt die Treppe runter und dann rechts. Und ihr labert immer irgendwas von, nö, ihr ist links und jetzt laufen wir eine Treppe hoch. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, wo ihr seid. Ja, guckst dir doch einfach nachträglich in meinem Stream an. Dann verstehst du die Situation vielleicht. Ja, Beute, wir brauchen noch nicht diskutieren. Dann übernimmst du das nächste Mal die Führung. So einfach ist das. wenn ich die Scheiße übernehme und ansage, dann möchte ich auch, dass gehört wird oder klare Ansagen gemacht werden, wo ihr seid. Und nicht, wir kommen jetzt zurück und dann jetzt ist links von euch aus gesehen. Du weißt doch ja nicht, wo wir hingucken, in welche Richtung, was bei uns links oder rechts ist. Wenn ich irgendwo anders hingucke, ist das links von dir vielleicht mein rechts oder gar nichts davon. Gut, Chef, ich blick hier nicht mehr durch. Ich verstehe nur noch rechts, links, gerade. Los jetzt! Ja. So, Schluss jetzt mit der Diskussion. Beim nächsten Mal wird gehört. wenn wir sowas machen, also bei uns geht es ja sonst chaotisch zu, aber wenn wir sagen, okay, einer übernimmt die Führung, dann hat der das Kommando und dann wird gehört. So, und dann sparen wir uns die Diskussion. So, in Dorms kenne ich mich nicht aus, dann bist du wieder Leader. So. Bin da. Erst immer eine rauchen zur Beruhigung. Jo. Ich wünsche euch noch einen stressfreien Abend. Klaus, du fällst mir immer in den Rücken, du Arschloch. Tschüssi. Nein, Klaus hat recht. Wir haben gedient. Wir haben gedient, Beute. Wir kennen uns aus. Mach's gut, Klaus. Schlaf gut. Ciao, Jungs. Mach's gut, Klaus. Tschüss. Ja, ciao. Bis gleich. Ja.